Yes, Freunde, diese 5 Trading-Mythen sabotieren deinen Trading-Erfolg. Das musst du jetzt hier mal anhören und es ist Zeit, diese jetzt einmal aufzudecken. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video oder vielleicht auch Podcast. Florian Sondershausen hier und ich möchte mit dir über diese 5 geheimen Trading-Mythen einmal genau sprechen, die du vielleicht auch gerade halt auch hast, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, es ist nichts Schlimmes, einen dieser Mythen auch gerade im Kopf zu haben und glaub mir, einen von denen hast du definitiv im Kopf. Es sei denn, du bist schon Eigenkapital-Trader oder Prop-Trader, der sich so ca. 5000 Euro im Monat auszahlt. Das kann natürlich auch sein. Dann bist du aber auch wahrscheinlich bei uns in der Community drin. Ja, kommen wir jetzt aber mal zum allerersten Mythos. Ja, nämlich je mehr Indikatoren, desto besser. Was ich immer so feststelle, wenn andere Leute von anderen Mentoren im Trading-Sektor zu uns kommen, weil sie noch nicht so erfolgreich sind, merke ich immer wieder, dass sie so auch gelernt haben oder wenn sie irgendwie was auf YouTube auch einmal eingeben oder bei Social Media irgendwelchen Leuten da auch folgen, dass sie immer so viele Indikatoren haben, ja, so Trendlinien, Chartmuster, Head and Shoulders, bla bla bla, all diese ganzen Dinge ist totaler Schwachsinn, ja, also du brauchst nicht viele Indikatoren. Was du aber von Indikatoren benötigst, ist es, deine Einstiege und deinen Stop-Loss zum Beispiel replizierbar hinzubekommen. Das ist gut, dass du ein replizierbares System hast, ja, deswegen haben wir das Ganze mal auch sehr stark runtergebrochen für dieses Timing. Wir haben auch einen eigenständigen Indikator programmiert, das ist der Analyzer B, der auch das Volumen, den Money Flow und alles Mögliche genau zeigt, wann kommt Geld rein, wann geht Geld raus, dass du so ein bisschen hinter den Kerzen auch so ein bisschen Einblick bekommst, was machen eigentlich diese Großinvestoren überhaupt so und worauf achten die? Aber im Grunde benötigst du einfach nur sauberes Volumen, den Trend sauber zu erkennen, um wirklich erfolgreich zu traden und nicht den neuen heiligen Indikator. Yes, dann der andere Part, was ich auch immer wieder so sehe. Ja, es gibt ja auch so ein paar Mitbewerber, nennen wir es die mal soft gesagt, die dann sowas sagen wie News Trading ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading. Ja, du musst immer wieder die NFPs traden, du musst immer wieder die neuesten News traden. Ja, und what the fuck is going on? Das ist gefühlt wie Casino. Ja, das ist wirklich Casino, weil die meisten Wirtschaftsnachrichten, die kann man ja gar nicht wirklich predikten, ja, also vorhersagen. Das ist totaler Schwachsinn. Also nur News zu traden, boah. Oder mit so einer Buy-Position und einer Short-Position, ist völliger Schwachsinn. Das ist so ein Nonsens. Das braucht keiner. Direkt aufhören, ja. Es gibt ja auch so eine Trading-Regel, die ist ein bisschen anfängerlastig, ja. Muss man auch mal dazu sagen. Einfach 5 Minuten vor News und 5 Minuten nach News einfach den Trade schließen. Also bevor die News kommen, schließen. Und danach kannst du den Trade von mir aus auch wieder öffnen. Damit du nicht irgendwie wie so russisch Roulette Probleme bekommen könntest. Und jetzt kommen wir zum Mythos 3. Und ich glaube, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das vielleicht dein Mythos sein könnte. Nämlich, dass dich Signalbuden, also Signalgruppen, ja, ich sage immer ganz gerne Buden dazu, dich reich machen am Ende des Tages, ja? Auch komplett falsch. Signalbuden, oh mein Gott, crazy. Jeder, der Signale gibt, der kann auch gleichzeitig Copy-Trading machen und dann einfach sagen, hey Bro, koppel dich doch einfach an mich dran, ich verbinde dich einfach dran, mach so Mirror-Trading und dann ist das doch voll automatisiert, dann musst du doch gar nicht diese Signale kopieren. Also warum sollte man verdammt nochmal Signale kopieren? Totaler Schwachsinn. Das brauchst du gar nicht. Das Einzige, was halt Sinn macht, ist, dass man vielleicht so eine Blaupause hat, ja, von deinem Mentor, der dir genau zeigt, hey, das sind die nächsten Levels, die sind interessant und dann brauchst du ein replizierbares System, um das einfach easy und effizient zu handeln. Aber bitte, ey, diese Signalbuden, das ist völliger Schwachsinn, ja. Du kriegst das eh teilweise gar nicht auch hin, dass du zu dieser Zeit, wo der Signalgeber dir ein Signal schickt, dass du das auch umsetzt, weil du bist am Arbeiten, du musst ja die ganze Zeit online sein, du musst ja die ganze Zeit abrufbereit sein. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir möchten ja traden, um nicht die ganze Zeit auf dem Handy zu gucken. Das heißt, die suggerieren das, dass es total einfach ist. Du kannst es kopieren. Die zeigen ja, wie viele Gewinne sie gemacht haben. Aber traden vielleicht ohne Stop-Loss oder sonstiges oder haben es angepasst. Was weiß ich, ja. Also das ist total scammy Shit, weil die könnten doch einfach Copy-Trading machen. Jeder Signalgeber kann hier einfach Copy-Trading machen. Theoretisch gesehen, du kannst dich einfach ankoppeln und dann ist das Thema doch schon durch. Komisch, dass es aber niemand macht. Kommen wir jetzt aber zum 4. Mythos und den betrifft wahrscheinlich auch sogar der ein oder andere, dass du immer so denkst, dass sich dieser eine neue, zum Beispiel Kryptowährungscoin, dich jetzt reich macht. Der ist ja auch irgendwo ein Trade, muss man einfach mal so dazu sagen. Dass man irgendwie auf so einen Dubai-Influencer hört, der irgendeinen Krypto, Beercoin, Watercoin, Timecoin oder G-Dog einmal bewirbt. Ja, what the fuck, man. Wenn 3 Projekte zum Beispiel in Folge schon abgestürzt sind, ja, come on, dann ist
ist doch das vierte Projekt auch zum Scheitern verurteilt. Ja? Und man möchte doch nicht mit so etwas Geld verdienen. Lieber auf eine saubere technische Analyse. Ja, das kann man auch bei Kryptowährungen einfach und effizient dort einmal abbilden. Das funktioniert ganz entspannt. Du brauchst nur ein sauberes System, gutes Risikomanagement, Money Management, ein klares Regelwerk und dann lernst du das schon ganz automatisiert. Weil du musst dir jetzt auch nochmal mit dem Kopf überlegen, dieser schnell werde reich Shit oder Porsche, Panamera, Cayman S, komm in die Gruppe, whatever, bla bla bla. Ja, das ist auch ein Schnee von gestern. Das suggeriert nur diese schnellen Gewinne. Dann sieht man einfach nur, dass du eine emotionale Disbalance hast bei dir selber von deinem geldtechnischen Know-how und du solltest da lieber diesen Scheißhaufen einfach mal aufräumen und deine emotionale Disbalance mal aufräumen und mal klar Schiff machen. Warum? Dann würde es mit dem Trading, mit dem Risikomanagement auch viel, viel besser laufen. Und das ist auch wichtig für Anfänger. Bitte, bitte, bitte. All diese Mythen, die ich dir gerade schon genannt habe, die sollten komplett entlarvt sein und fall bitte auf keinen hier rein, weil dich das eher so emotional auch auflädt, was ganz negativ ist für deinen Trading-Erfolg. So, kommen wir jetzt aber auch zum letzten Mythos, den ich jetzt hier noch im Petto halt auch habe, den sehr viele Trader und wirklich, damit meine ich wirklich, wirklich sehr viele Trader, ich kann mir sogar auch vorstellen, dass es auch einige bei mir in der Community sogar halt auch sind, die gerade noch am Anfang sind. Es kommt immer darauf an, wie deine emotionale Disbalance ist. Nämlich der fünfte Mythos ist es, dass du denkst, mehr Trades bedeuten auch gleichzeitig mehr Gewinn. Absolut Fugazi, irgendwo dahergeholt. Macht gar keinen Sinn. Hier nur mal ganz konkret zuhören. Wenn du Trading-Anfänger bist, dann macht es Sinn, dass du viele Trades machst. Ja. Warum? Damit du das Ganze lernst. Das ist wie das Autofahren. Ja, du sollst Autofahren lernen. Das bedeutet, Stoppschild, du musst bremsen. Gas geben, Zebrastreifen, Stopp. Stoppschild wieder später, auch wieder stoppen. Bremse drücken. Ja, wann gibst du Gas, wann gibst du auf die Bremse? Das musst du lernen. Du musst genau den Umgang lernen mit deinem Trading-Chart, mit deiner Trading-Plattform, mit dem Risikomanagement, Money-Management, mit deiner allgemeinen Struktur, der Trading-Psychologie. Und das muss alles in einen Flow kommen. Und wenn du das einmal getroffen hast, dann reicht es am Ende des Tages auch einmal aus, nur einen einzigen Trade am Tag zu machen. Saubere Analyse, einen Trade ausführen. Es würde in der Theorie auch langen, einen Trade in der Woche oder einen Trade im Monat zu machen. Das kommt aber wohl darauf an, wie hoch ist dein Kontovolumen und wie viel Erfahrung hast du. Aber desto mehr Erfahrung du sammelst, desto weniger Zeit benötigst du. Verrückt, oder? Aber das ist wirklich nachweislich, wie man am Ende erfolgreich wird, weil keiner möchte doch stundenlang vor den Chart zocken, oder? Lieber schöne Trading-Sessions einbauen in den Alltag, 30 bis 60 Minuten. Ja, wie das genau funktioniert, erklären wir ja auch bei uns in unserem Mentoring-Programm. Genau deswegen sind wir auch vom TÜV Rheinland zertifiziert worden, haben über 2600 erfolgreiche Teilnehmer, haben regelmäßig über 7 bis 8 Live-Events vor Ort in Koblenz, also in Deutschland, haben auch über 9 Live-Calls und auch Live-Trading-Sessions in der Woche. Ja, und das seit über 2 Jahren. Das ist wirklich sehr, sehr effizient und haben eine wirkliche tolle Erfolgs-Community. Und da kann ich dir nur wärmstens empfehlen, wenn du selber deine Journey starten möchtest, deine eigene Erfolgsgeschichte kreieren möchtest, dass du nicht diese ganzen Mythen machst, sondern ganz klar die Lösung aufbaust, dann kannst du dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch hier unter diesem Video eintragen. Ich freue mich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns zum nächsten. Abonniere ganz gerne noch den Kanal, damit du auch keine Trading-Mythen noch verpasst und genau dein Wissen auf das nächste Level auch einmal anhebst. So viel dazu und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao, dein Flo.